Wir bleiben zusammen, was auch immer kommt, von jetzt bis ans Ende der Zeit. Wir bleiben zusammen, das weiß ich genau, denn jetzt und alle Zeit sind wir zwei bereit, gemeinsam bis ans Ende der Welt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X. Ja, Honey ist jetzt endlich bereit, sich auf ihre Reise zu machen. Wir haben unser erstes Pokémon, Ikamaru ist bei uns im Team, den wir liebevoll Iggy nennen. Und unsere Mutter hat uns gerade regelrecht aus dem Haus geschmissen, damit wir endlich unsere Pokémon-Reise antreten. Also ich bin ja sehr gespannt. Verlassen wir jetzt Escithia, die Stadt, die für jemanden, der leicht lispelt, nicht leicht auszusprechen sein mag. Mal gucken, was uns hier noch alles erwartet. Aquarelia, das kann ich schon besser aussprechen. Viel angenehmer, viel schöner. Gab es hier noch irgendwie? Nee, hier konnte man nicht... Wir haben noch nicht mal Kaffee bekommen, ne? Sitzen hier an so einem Café und haben nicht mal einen Kaffee bekommen. Na gut, dafür haben wir neue Freunde kennengelernt. So, na gut, dann gibt's hier nichts. Dann rennen wir mal ein bisschen. Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Aquarelia, eine Stadt umarmt von sanften Strömungen. Schön. Hey, sieh da. Hier, dieser Trank ist für dich. Ziehe dich nicht, ihn bei der Bedarf einzusetzen. Hey, Random-Trank. Hey, danke schön. Wenn du genügend Tränke hast, kannst du dein Pokémon jederzeit wieder gesund pflegen. Okay. Schön. Darf ich? Danke. Ja. Kamerawechsel. Richtig. Es ist so schön, dieses Spiel jetzt nochmal von vorne erleben zu können, denn das ist für mich schon wieder recht lange her und ich hatte in letzter Zeit auch keine Zeit, mich großartig um meinen Pokémon Y-Spielstand zu kümmern. Oh, hallo kleiner Knirps. Gib geschwächtem Pokémon Tränke, um sie wieder auf die Beine zu bringen. Okay. In dem Pokémon-Center jenseits des Novaria-Waldes werden deine Pokémon kostenlos wieder aufgepäppelt. Okay, und hier? Herzlich willkommen. Wir verkaufen nur die allerbesten Tränke. Okay, kaufen wir mal die allerbesten Tränke. Vielleicht doch mal... Ich habe immer ganz gerne ein paar dabei. Ja, bitte sehr. Danke für den Einkauf, ne? Ich pack dir mal deine Medizintasche. Okay. Auf Wiedersehen. Brauchst du noch was? Nee, okay. Gut, tschüss. Auf Wiedersehen. Oh, der Soundtrack von diesem Spiel ist einfach auch super. Mal gucken, was du hier noch für mich hast. Hi. Wenn du auf modische Klamotten stehst, solltest du mal nach Novaria City gehen. In der Boutique dort decke ich mich immer mit angesagten Accessoires ein. Wow, okay. Habe ich aber gerade nicht so das Interesse. Oh, apropos Interesse, ein Fotoschild. Das Fotoschild kann auch nicht benutzt werden. Okay, dann nicht. Gibt's hier unten irgendwas? Items, versteckte, Items, versteckte, Items, versteckte, Items, versteckte, Items. Keine? Nein, 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 nein. Okay, dann nicht. Ja, wir haben auch genügend Zeit, die eventuell zu finden, falls es welche gibt. So, was, da drüben vielleicht auch noch. Was haben wir denn hier? Pokéball. Da gibt's bestimmt Pokébälle. Oh, das war so ein kleiner Knirps. Oh, die sind so knuffig. Pokémon, die du dein Pokéball fängst, freuen sich mit dir an, hat mir meine Mama gesagt. Ja, das stimmt. Willkommen, dieses Geschäft hat sich auf den Verkauf von Pokébällen spezialisiert. Und zwar nur Pokébälle, ausnahmslos Pokébälle, Pokébälle, Pokébälle. Aber auch nur Pokébälle. Also Pokébälle, wenn du verstehst, was ich meine. Hier ist nur ein paar Pokébälle. Yay. Brauchst du noch was? Nee, danke. Okay, tschüss. Und du? Sämtliche Items, die man in seinem Beutel steckt, werden umgehend sortiert und an die passende Stelle befördert, und zwar ganz automatisch. Toll, oder? Beutel sind ein echtes Wunderwerk. Ich will auch so einen Beutel, also jetzt im Real Life. Stellt euch vor eine Damenhandtasche, die sich selbst sortiert. Na, junger Mann, was hast du denn so eilig? Was rennst du denn rum? Kämm dich mal. Pokémon muss man fleißig trainieren. Ja, das stimmt. Wenn man Pokémon-Meister werden will. Aber ich werde eine Ballerina. Okay, wen haben wir denn hier noch? Mein Team bekommt von mir Streicheleinheiten bis zum Abwinken. Oh, was? Was? Streicheleinheiten? Ja, Moment. Pokémon Ami, Amore, Lippe. Gucken wir uns mal an, die Pokémon Ami. Spiele mit deinen Pokémon. Spiele mit deinen Pokémon und festige deine Freundschaft zu ihnen. Indem du sie knuddelst oder ihnen leckere Pufflets zu essen gibst, gewinnen sie mehr Zutrauen zu dir und zeigen dir ihre Zuneigung auf ganz unterschiedlichen Wegen. Es lohnt sich immer, mit seinen Pokémon zu spielen.
Du kannst mit deinem Pokémon Bärenernte, Kopfball und Puzzleplatten spielen. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten, um mit ihnen Spaß zu haben. Rufe sie beim Namen oder schneide lustige Grimassen mit ihnen. Spielt zusammen und verdient dir dabei Pufflers. Lege ein Pufflers auf den Boden aus und locke damit Pokémon in der Nähe an. Wenn dich Pokémon besuchen kommen, hinterlassen sie Geschenke wie Pufflers oder Deckerobjekte für dich. Mit ihnen kannst du dir den Pokémon-Ami-Bereich ganz nach deinem Geschmack einrichten. Ah, mon ami, l'amour, Pokémon. Was? Ja, ich weiß, ein paar meiner Kollegen schätzen Pokémon-Ami nicht so sehr wie ich, aber ich liebe es, mit meinen Pokémon zu interagieren. Iggy, hallo, spielen wir, lass uns spielen. Oh, ist er nicht süß. Iga Maru. Oh, oh, oh. Magst du denn gerne gestreichelt werden? Auf dem Kopf mag er das ja. Magst du das auch auf dem Bauch? In den Ohren? Irgendwo mögen die Pokémon das immer nicht, das weiß ich. Vielleicht auf der Nase oder da ganz dahin. Oh, da mag er das nicht. Okay. Juck, 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 juck. Hoi, 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 hoi. Möchtest du ein Pufflers haben? Magst du denn die Rosanen? Hm, hm, hm. Okay, für die Rosanen gibt es 2 Herzen. Ja? Ja? Die reagieren auf die Stimme dank des eingebauten Mikrofons. So, wie sieht's mit den Grünen aus? Hm, hm, hm. Das mag er auch ganz gerne. Die Orangenen? Hm, hm. Und was ist mit den hellbraunen? Passend zum Rest? Und was ist mit den ganz dunklen? Einfach mal alle durchprobieren. Ja, ist schon fast satt. Tschuk, tschuk. Tschuk, tschuk. Mal streichen. Einfach knuffig. Knuffig. So, Spiele gibt's hier. Na, dafür brauche ich 3 kampfige Pokémon. Na gut, fangen wir uns ein paar Pokémon. Und dann können wir mit Igamaru auch ein paar lustige Spielchen spielen. Hauptsache, gab es schon mal Pufflers. Können wir dann schon was dekorieren? Haben wir dann schon Deko? Wir haben pinkes, blaues, orangenes Motiv. Okay, Objekte haben wir. Ich glaube, wir können immerhin hier mal auf dem Orangen ein Blatt positionieren. Und dann so ein Erbschen. Und dann vielleicht so ein Wölkchen dahinter. Gibt es noch mehr? Sternchen passt jetzt ja gar nicht. Will ich noch ein Pufflers in die Mitte packen? Ja. Und dann müssen wir nur die Internetverbindung aktiv machen, damit uns Pokémon besuchen kommen können. Also auf zur aktiven Internetverbindung. Yep, gerne speichern. Speichervorgang. Wunderbar. Internetverbindung wird hergestellt. Bitte warte einen Augenblick. Augen, Augen, Augenblick. Moment. Okay. Dann nicht. Dann ein andermal. Ich hab doch das neueste Update herunter. Ist schon wieder ein Update? Faszinierend. Hey, Mister. Offenbar hast du zu Hause jemanden, der dir bei der Reisevorbereitung zur Hand gegangen ist. Denk dran, an Pokébällen und Tränken sollte man nicht sparen. Ja, das sehe ich auch so. Habe ich deswegen auch... Was? Ach so, Trainer, ich hab was vergessen. Im hohen Gras wirst du manchmal von wilden Pokémon überrascht. Aber keine Sorge, dein Team wird sich in tapfer zum Kampf stellen. Okay, vielen Dank, Sir. Wie hübsch. Da, 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 da. Oh, Route 2. Progresse Wege. Wo ist Gras? Wo ist Gras? Wo ist Gras? Pokémon? 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 Wilde? Wilde? Wilde Pokémon? Hallo? Pliss? Dun, 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 dun. Taubsi! Los, Iggy, du bist dran! Moment, das ist ein Flug-Pokémon, das ist effektiv gegenüber Pflanzen-Pokémon, aber ich vermute mal, dieses Taubsi kann nur Tackle. Dann zeigen wir mal, dass wir auch den Tackle beherrschen. Iggy, los, Tackle-Attacke! Au, au, das hat wehgetan. Das hat nicht wehgetan, das war gut. Warte. Ball. Ball. Einsetzen. Honey, setz Pokéball ein. Attacke! Okay, Daumen drücken. Oh yeah, Taubsi wurde gefangen.
Ja, in der neuen Pokémon-Edition bekommt man auch für das Fangen von Pokémon Erfahrungspunkte. Ein vorwiegend in Wäldern lebendes Pokémon, das zur Verteidigung mit den Flügeln Sand aufwirbelt. Taubsi, normal, Flug, ist nicht sonderlich groß, ist nicht sonderlich schwer, aber ein schönes Flug-Pokémon im Team. Möchtest du dem Taubsi einen Spitznamen geben? Nein. Taubsi bleibt Taubsi, ist Taubsi und wir werden für immer die Taubsi-Brüder bleiben. Ist hier noch was anderes? Im hohen Gras? Vielleicht? Vielleicht ein Radfratz oder sowas. Huch. Computer! Das muss ich doch in den Griff kriegen. Sorry. Auf in den Kampf. Ein Dartiri. Noch ein Flug-Pokémon. Na gut, dann arbeiten wir mal wieder mit der Tackle-Attacke. Ah, okay, das hält schon ein bisschen mehr aus. Wir landen wieder einen Volltreffer. Also. Und da ist schon wieder dieser böse Heuler. Da ist es ja zum Weinen. Los, Iggy, Tackle-Attacke. Oh nein, der Heuler. Wir werden wohl verlieren. Oder auch nicht. Flieg und Sieg, Pokéball! Ja, ein Dartiri im Team wäre schon nicht schlecht. Das entwickelt sich zu einem sehr interessanten Pokémon weiter. Zu einem guten Begleiter im Team. Oh yeah. Ich erhält 24 Erfahrungspunkte. Jetzt schon Level Up. Meine Güte, das geht aber schnell. KP 2, Angriff 1, Verteidigung 2. Ja. Das sind ganz ordentliche Werte. Und noch ein Pokédex-Eintrag mehr. Dartiri. Ein sehr zutrauliches Pokémon. Durch Zwitschern und Bewegen der Schwanzfedern sendet es Signale an seine Gefährten. Ein Spitznamen, einem Dartiri ein Spitznamen. Naja, ich meine, das sieht aus wie ein Rotkehlchen. Wie könnte man denn ein Rotkehlchen nennen? Ich meine, man könnte ein Rotkehlchen Rotkehlchen nennen. Das ist aber nicht sonderlich knuffiger Spitzname. Ich meine, wenn etwas Dartiri heißt, dann nennst du es jetzt nicht mit dem Spitznamen Rotkehlchen. Wobei Kehlchen wäre ganz süß. Kehlchen. Kehlchen. Ja, das ist niedlich. Da haben wir schon viele Pokémon gesammelt. Oh, hey. Das ist ja Sanna. Oh, hi, Honey. Lass uns doch zusammen lernen, wie man Pokémon fängt. Kalems Mama und Papa sind hervorragende Trainer. Deshalb weiß er auch ganz genau, wie man Pokémon fängt und mit ihnen kämpft. Meine Eltern sind stark. Ja, aber mit meinen Können hat das nichts zu tun. Jetzt schaut mir mal aufmerksam zu. Aber ich weiß schon, wie das geht. Ach, ja. Was? Einschkoppel. Ach gut, hat sich auch in der Tiri geholt. Level 5. Holy. Jetzt geht's dem armen Hoppel hier. Oh, das arme Häschen. Oh, der Silberblick, ne? Da bist du schwach bei. Ja, man sollte ein Pokémon schwächen, bevor man es versucht einzufangen. Genau so macht man das. Na? Na, spannend. Wird das funktionieren? Ich würde gerne mal ein Tutorial sehen im Pokémon, wo das nicht klappt. Aber Sanna, dein Froxy steckt doch auch in einem Pokéball. Ich gebe euch am besten ein paar Pokébälle mit auf dem Weg. Danke. Das war ein Pokébälle, nicht wahr? Kann ich damit auch Pokémon fangen? Logisch, die Pokémon in dieser Gegend solltest du problemlos mit Pokébällen fangen können. Okay, wenn ich einem süßen Pokémon begegne, werfe ich einfach einen Ball nach dem anderen.
und dann freue ich mich mit ihnen an. Wenn du wilde Pokémon fängst, werden außerdem auch deine Pokémon stärker. Gutes Gelingen. Ja, Mensch, ne? Du bist aber auch nicht sonderlich helle, oder? Okay, wenn ich einem süßen Pokémon, dann hau ich ihm mit dem Ball auf die Stirn und dann werden wir die besten Freunde. Ja, bestimmt. Ich will auch ein Skoppel. Ich will auch so ein Skoppel. Und Zickzacks. Bester M-Sklave ever. Ich will ein Zickzacks haben. Und das hat vielleicht Mitnahme. Das wäre eine ganz tolle Fähigkeit. Losagi, Tackle-Attacke. Huhu. Oh nein, Konter-Tackle. Okay. Beutel. Zuletzt verwendet das Item einsetzen. Los, Pokéball, Flieg und Sieg! Also diese spannende Wackelsequenz. Und? Oh yeah! Oh yeah! Und ein Pokémon mehr im Team. Und ein neuer Pokédex-Eintrag natürlich. Zickzacks, das Kleindachs-Pokémon. Es läuft in Zickzack. Es hat das Talent, Items im Gras, aber auch im Boden zu finden. Möchtest du Zickzacks einen Spitznamen geben? Ich weiß, ich bin kreativ. Ja, ich weiß. Welch glorreicher, kreativer Name. So, euch geht's jetzt allen nicht so pralle, aber ich muss ja mit euch auch momentan nicht arbeiten. Oh, süß. Hindert Angreifer daran, die Genauigkeit zu senken? Nicht schlecht. Hindert Angreifern daran, die Verteidigung zu senken? Brustbieter. Interessante Fähigkeit. Mitnahme, oh yeah, das behalten wir im Team. Mitnahme finde ich gut. Manchmal gibt's Nugget. Das sind 5000 Poké-Dollar. So. Aber ein Skoppel habe ich... Ach, da vorne gibt es bestimmt noch ein Skoppel. Skoppel, 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 Skoppelito. Sollen wir hier? Oh, noch mein Datiri. Los, Iggy, mach es platt. 3 ist ja süß. Boah, wir sind völlig überlevelt. Hey, aua. Warte, ich hab's nochmal einen Tackle um die Ohren. No. So, na gut. Ich meine, das Koppel werden wir bestimmt noch häufiger finden. Wir müssen uns jetzt nicht daran aufhängen, dass ich da... ja. Welch spannender Kampf. Ich frage mich, wer gewinnen wird. Sie schenken sich nichts. Die Kontrahenten starren einander an. Datiri setzt Tackle-Attacke ein, aber Iggy kontert geschickt mit einem Tackle. Ja, doch. Hätten wir das auch geklärt. Ich wollte doch nur aus dem Gras raus, please. Oh, hallo, kleiner Fratz. Wenn sich die Blicke von zwei Trainern treffen, fliegen schon bald die Fetzen. Okay. Herausforderung von Teenager Jean. Zickzacks wird von Jean eingesetzt. Gut, Zickzack. Na warte. Los, Iggy. Du willst einen Kampf? Na, du wirst doch einen bekommen. Rankenheb. Wie viel? Oh ja, schön. Genau die Hälfte. Perfekt. Oh, unser Angriff wird gesenkt. Und Rankenheb ist ebenfalls eine physische Attacke. Das könnte jetzt knapp werden. Und dann ist das kleine Drecksteil auch noch genauso schnell wie wir. Na, warte. Attacke! Oh, wow, das hat aber unseren Angriff echt rapide gesenkt. Aber ich wollte gerade sagen, wie er macht damit weiter. Oh, gut, dass wir Tränke dabei haben. Iggy, ich vertraue auf dich. Rankenhieb-Attacke zum letzten. Oh, wir sind sogar schneller. Ein Volltreffer auch noch. Wir konnten ja gar nicht verlieren. Und ein Level-Up, meine Güte.
Das geht aber echt flotti karotti. Und unsere KP steigen aber ganz schön an. Nicht schlecht. Oh, Walzer. Ich mag Walzer. Walzer ist eine schöne Attacke. Ha, wir haben Jean besiegt. Was war das denn? Du bist viel zu stark für mich. Natürlich, du hattest ja auch nur einen Zickzacks. Ich habe schon mehr Pokémon-Kämpfe bestritten, als du glaubst. Genau einen. Gegen einen Trainer. Ja, ja, da guckst du, wa? So, dann gehen wir mal hier in den Wald. Nuvaria-Wald. Hä? Warte, lass uns zusammen gehen. Ich habe so ein Gefühl, dass etwas Aufregendes passieren wird, solange ich bei dir bin. Ich bin immer zur Stelle, wenn ein Pokémon... Das konnte ich ja... Ich rede sehr schnell. Huch. Ich will doch nur rumdrehen. Sana, darf ich mal mit dir reden? Soll ich dein Pokémon-Team heilen, Honey? Oh ja. Nein, ich darf schon wieder... Das Lautstärke. Ja, ja. Ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt. Mein Computer will mir damit sagen, ja. Wir sollen den Part beändern. Beändern, genau. Ja, ja, ich kann heute auch sehr gut reden. Also meine Sprachskills sind wieder mal trimonifique, incredible, unglaublich. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon X. Amour, love, love, Baguette. Bonsoir.